Gezielter Schuss, Stachelpfeil. Au. Minus 2 Leben pro Stack. Okay, verkrüppelt. Minus 50 Bewegung. Da blutet er und da ist ganz normal. Okay. 4 bis 7. Okay, der blutet jetzt aus. Das ist gut. Also der kommt nicht mehr zum Zug. Die stehen halt dann so frei darum. Okay, der kann nochmal. Was ist das? Wirkungsbereich 3 Hexfelder. Wird koordiniert auf Verbündete. Bewegungsreichweite. Okay. Aber jetzt kann der gar nicht mehr gehen. Das war vielleicht nicht so gut. Okay, aber der kann jetzt wieder weitergehen. Du gehst mal hier hin. Du kannst noch komplett schießen. Das ist gut. Außerhalb der Reichweite, dachte ich mir. Du gehst mal hier hin. Minus. Ah, weil. Okay, weiß. Gelb. Okay. Aber gelb ist echt ein bisschen. Also, der grüne Bereich ist echt ein bisschen low. Mache ich mal brennender Schuss. Okay, dann bekommt er wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Die sind jetzt alle fertig. Okay, der ist weg. Der brennt. Au, oh. Der hat viel Schaden gemacht. Ein Schaden ist in Ordnung. Schokolade! Aber wie weit konnte. Entschuldigung. Wie weit konnte der da gehen? Ach, der springt einfach da runter. Okay, in einer Runde. Verstärkung. Mhm. Ich kann den treffen? Okay, ich wollte gerade sagen. Ach so, ja, das sind die Reichweite zu Fuß. So. Du startst mal hier hin, machst mal einen Boom. Wow. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Das war nicht okay. Das war nicht schlecht. Wow, das war beeindruckend, so ein kleiner Schubser. Ja, irgendwie war der ein bisschen schwach. Okay. Ich gehe mal hier hin. Und
zieh mal dahin. So. Schnellschuss. Ich will den mal gerne ausprobieren, aber der hat ein Schild. Dementsprechend. Der hat auch ein Schild. Ich gehe mal hier hin. Ja, wir lassen den gerade voll alleine. Das ist echt nicht schön. Oh ja, der hat ein Schild. Okay, egal was ich mache, ich treffe den nicht. Aber den treffe ich. Okay, einen Schaden, aber Blutung. Das ist sehr gut. Okay, du musst hier weg. Du könntest hier rennen. Auch wenn der dich danach angreift. Ja, wobei. Das war nicht gut durchdacht. Der hat ja schon so viel verloren. Wie kannst du noch ein bisschen? Ja, du kannst hier hingehen. Du hast noch frei. Du könntest hier hingehen. Komm, du gehst hier hin. Diese Leute sind so schwach. Okay, der könnte wirklich hier so ein böser Charakter von irgendeinem Film sein. Oder ein Sith. Guter Schuss. Alter. Leute, macht nicht so viel Schaden. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Oh, schön. 4 Schaden. Ja, die kommen ein bisschen zu nah. Okay, verprügeln. Die Bauern, um uns aufzuhalten. Sie haben keine Chance. Also, ich sag mal so. Der kann sehr gut sein. So. So, du kommst nochmal raus. So. Ich muss. Regeneriert 2 Schildstärke. Okay. Ah, so, okay. So bekommt man das Schild weg. Schilde können jede Runde ein gewisses Maß an Schaden blocken. Es sei denn, eine Fähigkeit ergibt etwas anderes vor. Überträgt sich der Schildschaden nicht auf die Gesundheit des Charakters. Okay. Also es sei denn, eine Fähigkeit sagt was anderes. Okay. Manche Angriffe werden von Schilden vollständig abgelenkt. Was bedeutet das? Genau, das ist mit Fernkampf. Schilde verleihen den Träger im Kampf außerdem einen Statuseffekt Stärke Schild. Der Schildstärke zu Beginn jeder Runde regeneriert. Entschuldigung. Bei jedem Treffer gegen ein Schild wird der Rang Stärke abgezogen, was die Schildstärke verringert und die in zukünftigen Runden. Okay. Der beste Wert mit einem gegnerischen Schild fertig zu werden, nicht Wert, sondern Weg, ist mit mehreren Attacken mit niedrigen Schaden zu treffen, bis der Status Stärke komplett entfernt ist. Vermeidet es, Schildstärke mit Pfeilen zu beschießen, wenn ja, genau. Deswegen habe ich das gerade gemacht.
Und jetzt können wir den beschießen. Oh, schön. Der war nice. Okay, ich gehe mal mit ihr weg. Weil die nur noch 7 Leben hat. Alter, das war, also, ich bin leicht begeistert. Okay. Aber mit ihr sollte ich jetzt auch, glaube ich, zumindest hier hingehen. Okay, du hast noch 3, aber du brennst noch. Außerhalb, okay. Okay. Du hast noch nichts gemacht. Du könntest den tatsächlich jetzt töten. Sehr gut. Ich geh mal weg. Du bist gelaufen. Du bist auch gelaufen. Du hast noch 10. Du hast noch 2. Du hast auch noch 2. Ja. Ich denke, das ist der letzte. Formiert euch. Wir greifen sie gemeinsam an. Okay, ein Bogenschütze ist weg, das ist gut, aber die haben noch 2. Nicht, dass er brennt, da wartet. Okay. Hier muss ich wieder den Schild wegmachen. Du haust hier wieder 2-mal rein. Oh, ich mag den Skill. Ich hoffe, den kann ich ja noch verbessern. So dass halt diese minus 30% ist schon happig. Also minus 30 ist schon krass. So. Okay. Ich renne mit dem die ganze Zeit so weit weg. Weil ich den nicht sterben lassen will, aber die anderen sind ja jetzt auch ziemlich low. Warte mal. Der ist jetzt weg. Dafür werde ich nicht sterben. Ich habe eine Frau und Kinder. Geil. Gott, ich bin einmal weg. Guten Tag, Madame. Sehr schön. Ich hab's geschafft. Gute Zusammenarbeit. Sichern wir uns dieses griechische Feuer, bevor noch jemand vorbeikommt, um nach dem Rechten zu sehen. Okay. Brecht in das Lagerhaus ein. Ah, stupid. Natürlich ist es da. Das haben wir ja am Anfang gesehen. Okay. Wer ist da? Achso, eine Puppe. Kiste mit griechischem Feuer. Seid vorsichtig mit diesen Töpfen. Die Flüssigkeit darin ist hochempfindlich. Sie wird sich mühelos durch diese Schiffe fressen. Oh, alle sind... ihr habt neue Fähigkeitspunkte. Geil. Was ist der nächste Schritt in eurem Plan? Irgendwas... irgendetwas ist seltsam an euch. Ich finde die cool. Eine ganze Flotte allein in Brand setzen klingt ziemlich waghalsig. Was ist, wenn wir entdeckt werden? Ja. Aber meistens ist es mit wenigen besser als mit vielen. Tötet jeden, der euch bemerkt. Wir können uns keine Ablenkungen erlauben. Wir müssen diese Schiffe verbrennen. Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Ja, lass uns so viele von ihnen töten wie möglich. Das wird Thermos und seine Angriffstruppen etwas entlasten. Versuchen wir so wenig Leichen wie möglich zu hinterlassen. Unsere Mission ist nicht, Leute zu töten. An sich ja.
An sich ist ja unsere Mission, die Versorgung zu unterbinden. Diese zu töten ist nicht unsere Mission, weil dadurch könnte unsere Mission scheitern. So ist es. Ich bin gut. Okay. Infiltriert Mythene. Ihr habt noch Fertigkeitspunkte. Warte mal. Wo ging das? Alt. Ich kann mich hinsetzen. Aber warum? Cool. Wir können looten. Oh, wir können looten. Alter, wie geil ist das? Okay. Eingepacktes Mittagessen. Schwert Toxotes Ausführung. Ein. Oh, cool. Oh. Ich bin gerade sehr begeistert. Sind ja auch Schatztruhen und so. Oh. Da hinten ist noch eine Schatztruhe. Da gehen wir mal schnell hin. Oh, ist das geil! Man kann hier looten. Bestes Spiel ever. Und man kann sich auf Hocker sitzen. Also, was für ein geiles Spiel ist das? Schön. Alter. Ja, wir haben alle Gegenstände gesammelt. Bist du dir sicher? Bist du dir ganz sicher? Ich weiß nicht, aber hier leuchtet noch was. Oder ist die Deko? Lügt mich gerade das Spiel an? Schwere Ding. Gutes Material. Ihr habt noch mal, ja, jetzt alle. Ach so, okay. Warte mal. Ich will noch hier hingehen, weil das war ja jetzt die Verstärkung. Die Verstärkung ist ja jetzt hingegangen. Das heißt, hier müsste es ja eigentlich leer sein. Gibt es hier was zu looten? Nein. Okay. Aber wir haben mega viel gelootet. Geil. Das wusste ich gar nicht. Oh, Riel. Gruppenverwaltung. Oh, ich kann es hier auch machen. Okay. Charakterwerte. Die Übersicht zeigt Werte, die die Leistung und, des Charakters beeinflussen. Seine Erfahrungspunkte und Persönlichkeitsmerkmale. Und Personalien bestimmt auch. Erfahrungen erhaltet ihr durch das Abschließen von Questzielen oder dem Erreichen von Meilensteinen auf der Weltkarte. Kampfwert. Dies sind die Kampfwerte des Charakters. Alle Boni, alle aus Fähigkeiten und Ausrüstungen sind dabei mit eingerechnet. Fahrt mit der Faust drüber, um eine Beschreibung zu erhalten, was dieser tut. Vorteile und Persönlichkeiten. Diese Persönlichkeitsmerkmale des Charakters bestimmen. Ah, hier. So eine Grinsebacke. Bestimmen, welche eurer Worte oder Aktionen bei den Charakteren zu Gewinn oder Verlust von Zustimmung führen werden. Vorteile ergeben Boni, wenn der Charakter bestimmte Aktionen im Lager zugewiesen wird oder die Legion in der Schlacht kommandiert. Ah, okay.
Pathos ist gerade der Vorteil bei mir. Okay, alles klar. Persönlichkeit hedonistisch, liebt feste Entspannung und generelle Amüsement. Kommt mit der Stoika nicht gut aus. Skeptisch, mag es ja, wenn ihr die Götter in Frage stellt oder gering schätzt. Okay. Ehrlich, schätzt Offenheit und Ehrlichkeit, verträgt sich nicht gut mit gerissenen Charakteren. Vorteile, Konstitution, eine starke Konstitution, senkt das Risiko, dass unbehandelte Wunden sich verschlimmern und um einen Schweregrad, okay. Vorteil, umgänglich. Eine umgängliche Person reagiert doppelt so stark auf alle Handlungen, die sie billigt. Okay. Vermittelnd. Mag Handlungen, die zeigen, dass man anderen Völker und Kulturen gegenüber offen ist. Kommt mit kriegstreiberischen Charakteren nicht gut klar. Also der und der Bestie mögen sich gar nicht. Bescheiden. Schätzt es ja, wenn ihr euch eure Fehler bewusst seid. Versteht sich nicht gut mit arroganten Charakteren. Kann ich sehr gut verstehen. Sexistisch. Mag es nicht, wenn ihr das andere Geschlecht. Okay, mag es nicht, wenn ihr das andere Geschlecht als gleichberechtigt behandelt. Gut, er arbeitet für mich und ich bin eine Frau, die jetzt in Führungsposition kommt. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf das Spiel auswirkt. Selbstbehandlung, Heiler mit diesem Vorteil können sich selbst ohne Abzüge auf die Behandlung oder Geschwindigkeit heilen. Auf die Behandlung oder Geschwindigkeit, okay. Ein Chirurg kann Platzwunden, Stichwunden, Traumata oder Brüche behandeln. Cool. Bestia. Entschuldigung, dass ich das gerade jetzt lese. Interessiert mich nur. Ehrlich, schätzt Offenheit und Ehrlichkeit, verträgt sich nicht gut mit gerissenen Charakteren, das hatten wir schon. Arrogant, mag es ja, wenn ihr eure Überlegenheit geltend macht. Passt meist nicht gut zu bescheidenen Charakteren. Der da ist ja bescheiden, also die mögen sich schon mal so nicht. Kriegstreibend, schätzt aggressive Reden und Haltung, geht keinen Kampf aus dem Weg. Kein Freund von vermittelnden Charakteren, also mag er mich auch eher weniger, weil wir sind ja Pathos. Also, okay, Vorteile, Anwerber. Ein begabter Anwerber kann die Wahrscheinlichkeit neuer Rekruten, die es mit den Legatus aufnehmen können, dramatisch erhöhen. Okay. Hatten wir schon. Zögerlich, gleichgültig, ergeben, loyal, heldenhaft. Okay, zögerlich. Persönlich großzügig. Schätzt es, wenn ihr jenen in Not Ressourcen überlasst. Okay, ich mag sie. Verträgt sich nicht mit gierigen Charakteren. Verschlagen. Schätzt kluge Tricks und Täuschung. Verträgt sich ja nicht mit ehrlichen Charakteren. Okay. Arrogant. Mag es ja. Okay, das haben wir auch. Speer. Für jeden erfahrenen Speer, der mit euch reist, bewegt sich die Gruppe 5% schneller. Asketisch, interessant. Eine Person, die einen asketischen Lebensstil pflegt, überspringt jede zweite Mahlzeit. Krass. Okay, Fähigkeiten. Ist jetzt wieder ein bisschen trocken, sorry. So, meine Güte, was für eine Zickengruppe. Der mag den nicht und der mag den nicht. Die sollen kämpfen und ruhig sein. Ja. Ist halt eine perfekte D&D-Runde, ne? Okay.
Ah, ich wusste nicht, dass ich hier so viel lesen muss. Fertigkeiten. In der Fertigkeitenübersicht kauft ihr Klassenfertigkeiten und weist sie euren schnell aus Wahl zu. Bla bla bla. Fertigkeiten. Passive Fähigkeiten haben ein rundes Symbol, während aktive Fähigkeiten ein quadratisches Symbol dargestellt werden. Aktive Fähigkeiten, wir müssen in der. Ja, das ist ja klar. Okay. Also, wir sind Jäger. Das ist passiv-passiv Vielseitigkeit. Ein Angriff ausführen verleiht euch Beweglichkeit. Wenn der Angriff in Nahkampf erfolgt, verbessert er Beweglichkeit eurer nächsten Fernkampfattacke. Wenn der Angriff ein Fernkampfangriff war, verbessert er Beweglichkeit eurer nächsten Nahkampfangriff. Interessant. Also sind wir, also Jäger sind wirklich so Fern- und Nahkampf. Das ist interessant. Okay, um wie viel? Fernkampf 50% und 50% Nahkampf. 50% ist geil. Scharmützel, vielseitig, hat 100% die kritische Trefferchance. Oh, schön. Okay. 1 von 1, ah, verdammt, das wird nicht verbessert. Locken hindert das Ziel daran, Deckung zu nutzen. Wirf Köder auf Gegner. Der Charakter kann keine Deckung nutzen. Vielleicht skill ich die gleich um. Auch wenn das da cool ist. Warte, ich lese eine Nagelschüsse. Alle Fernkampftreffer innerhalb von 2 Hexfeldern verursachen Krüppeln. Also Jäger ist wirklich so, dass ich mit der wirklich in Nahkampf reingehe, beziehungsweise nah reingehe. Mit Pfeilen zustechen. Verpasst ein Ziel neben euch einen Stich mit halbem Schaden und verursacht Bluten. Ist das Ziel flankiert, wird es betäubt. Schwachstelle finden. Zu Beginn jeder Runde erhaltet ihr den Status-Effekt Schwachstellen finden. Wirkt Schwäche suchend auf selbst. Der nächste Fernkampfangriff verursacht Bluten, geschwächt oder gepiesackt. Geil. Salve. Wirkt Speerfeuer auf selbst. Jedes Mal, wenn der Charakter auf ein Ziel schießt, erhält er einen Aktionspunkt zurück. Das ist geil. Aber ja, ich schau mal. Heckenschütze, ferner Schuss. Betrifft mehrere Ziele. Ich glaube, ich mutiere dann zum Heckenschütze um. Scharfschütze plus 2 Genauigkeit. Bis 4 aufklären. Der da. Tobi auf Neckenschütze, bin ja überrascht. Ja. Ja, aber von Skill fand ich den da cool, aber ich will nicht mit meiner Hauptperson so weit vorne sein. Also das überlasse ich gerne den Tanks. Verschießt 2 Pfeile und hier Ziel markieren. Der nächste Fernkampfangriff gegen diesen Charakter richtet doppelten Schaden zu. Also Heckenschütze hier ist eher Supporter, was ich auch richtig cool finde. Also ferner Schuss. Da markiere ich quasi die Leute, die Ziele. Und dann Fernangriffe gegen dieses Ziel richten vollen Schaden an. Und dann ist halt die da, um die dann zu töten. Und hier Ziel markieren, der nächste Fernangriffe richtet doppelten Schaden an. Das ist ja mega cool. Okay. Adlerauge. Wirkscharf sind auch selbst volle Fernkampfschaden in egal welcher Entfernung. Plus 2. Oh, plus 2 optimale Reichweite. Wirkt sich nicht auf maximale Reichweite aus. Ah, schade. Bodengutachten. Gut machen. Bodengutachten. Oh, der Boden hier ist geil.
hier dieser Kieselstein ist dürftig und kleinkariert. Okay. Boden gut machen. Beginnt den Kampf mit doppelter Bewegung für die ersten zwei Runden. Das ist auch cool. Hexfelder, tötet ihr ein Ziel, das weiter als 12 Hexfelder entfernt ist, wird dies eine Ladung auf beliebige Waffenfertigkeiten wieder unterstützen. 4 bis 7 durch das Ziel provoziert einen Gelegenheitsangriff. Als hätte es sich bewegt. Das verstehe ich nicht, aber vielleicht später. Gut, Scharfschütze werden wir dann mal ihr durchlesen. Ich werde hier auf Supporter gehen. Ich glaube, das ist cool. So, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also, er ist Verteidiger, finde ich sehr cool. Brechen und Veteran würde ich nicht machen, weil wir brauchen richtig guten Verteidiger. Also, momentan hat er Bereitmachen, regeneriert 2 Ränge von Schild. 25% Schildstärke, okay. Das ist passiv, plus 10 auf alle Widerstände, ist gut. Reparieren wirkt notdürftiger Schild auf selbst. Entfernen Schildbruch, entblößen und zerschmettern. Restore, das ist wieder Englisch. Okay. Aber das ist ja passiv. Also da, da macht er 25% Schildstärke wieder zurück. Ich würde sagen, hier die Widerstand auf alles. Was kann er noch beschützen? Erhaltener Schaden wird halbiert. Das ist geil. 20% der Chance zu Beginn des Zugs automatisch einen negativen Status-Effekt zu heilen. Mega gut. Schildfall. 250% Schildstärke. Wirkt erschöpfen. Beschützen lenkt auch von beschützenden Charakteren um. Das ist geil. Okay, das ist komplett der Tank und Supporter auch. Du, Feldheiler, Signifer oder Zerstörer. Zu dir passt Feldheiler. Dann habe ich hier 3 Supporter, beziehungsweise 2 Supporter, einen Tank-Support und 2 Damage-Dealer. Das ist cool. Okay. Plus 2 maximale Bewegungsreichweite finde ich jetzt nicht so strong. Fordert einen Gelegenheitsangriff aus, entfernt Blutung. Oh, das ist gut. 25% mehr Gesundheit bei Heilung. Wirkt Vergiften auf Gegner. Was sonst? Mobilisieren. Unterstützen. Moral. Oh, Moral. Man kann auch Moral verlieren. Oh. Okay, betäuben und so weiter. Heilen stellt auch 25% her. Holt ein außergefechtlich gesetztes Ziel wieder. Oh, das ist gut, das ist wichtig. Okay, ich mach mal das da. So, du wirst Duellant. Du bist Duellant und Attentäter, warte. Und kritische Trefferchance bei nächsten Angriff. Ja. Du bist Duellant. Was kannst du denn? Gewährt 30% des maximalen Fokus beim Kampf Beginn. Miami. So, einen Feind zu töten gibt euch einen Rang Blutdürstiger. Wirkt blutdürstig auf selbst plus 5% Schaden pro Rang. Okay. Das ist geil. Wirkt ausweichen. Die nächsten Angriffe gegen den Charakter haben 40% der Chance, keinen Schaden zu machen. Das ist auch gut. Aber ich mach mal erstmal blutdürstig. Und du machst Damage. Okay. Das ist das mit dem Warten, also wenn der Gegner sich bewegt, dann schießt sie. 100% der kritische Trefferschaden für Fernkämpfe gegen angrenzende Charaktere.
Wuchtschaden, schiebt das Ziel ein Hextech, Hexfeld, Hextech, von euch weg. Unterbrechen kann nun zwei Ziele treffen. Oh. Also schießt sie zweimal, das ist gut. Okay, was kann sie? Streifschuss wirkt schmückend auf selbst. Der nächste Angriff des Charakters im Fernkampf fügt Hiebschaden zu. Eure Streifschüsse machen 50% mehr Schaden. Mächtiger Tritt. Kann er das niederschlagen? Okay, die tritt einfach die Feinde weg. Ist auch geil. Ruhige Hände, 100%ige kritische Trefferchance auf alle Reaktionsattacken im Angriff. Also, das sind Reaktionsattacken, ne? Würde ich mal behaupten. Die unterbrechen und. Ja, und Aufmerksamkeit. Was ist Aufmerksamkeit? Ah, hier. Abwehr durch. Jedes Mal, wenn ein Gegner innerhalb von 6 Hexfeldern Reichweite einen Verbündeten angreift, schießt der Charakter auf diesen Gegner. Diese Fähigkeit kann nur einen Gegner pro Runde betreffen. Interessant. Okay, gut. Ah, jetzt sind wir hier durch und jetzt müssen wir durch das Inventar. Entschuldigung, Leute. Okay. Gesperrte Gegenstände können nicht gewechselt werden. Die sieht so aus, wie sie aussieht. Okay. Also. Maximale Reichweite. 1%. Aber das kann ich nicht anziehen, weil schwere Rüstung, okay. Bewegung minus 4, alle Widerstände. Ist aber auch schwer, Entschuldigung. Ich sollte hier drauf achten, dass das rot ist. Warte, Q. Bewegung 1. Oh, ah, das ist ein Medaillon. Alter. Lol. Kritischer Schaden. Oh, Basisschaden. Okay. Momentan habe ich Hieb. Hilfe. Wenn dies auf andere Prätorianer angesetzt wird, der außer. Oh, das ist auch nice. Irgendwas werfen. Ja, zuweisen. Wie kann ich das jetzt? Ah, hier, oder? Muss Schwert und Dolch tragen. Das kann ich aber nicht. Oder ich komme nicht dahinter, wie. Ah, ein Drag and Drop. So. Aber das ist jetzt der. So. Hier. Oder nicht? Schwert. Und hier der Dolch. Irgendwie funktioniert das nicht. Okay. Schwert 4 bis 6. Und dann mache ich mal den da. Genau. Okay. Dann nochmal Q. Dann bekommst du mal eine schicke neue Rüstung. Und einen schicken neuen Helm. Maximale Reichweite. Oh, schick. Kritischer Schaden.
kritischer Schaden plus 1. Ja, okay. So. Schild. Oh, aber der Schild ist schon schöner. Aber der macht mehr Schaden. Okay. Mal, dann ist es so. Okay, du kannst dir das mal. Oh, findest du Sklaven sehr schick. Lebensenergie 25%. Hm. Aber damit hast du mehr Rüstung. Okay, du 2 bis 5. So. Okay. Bruch, ja, nee. Nee, 2 bis 3, oder 4 Fokus, das ist gut. Aber 2 bis 4 Damage ist zu wenig. Ja, das ist besser. Okay, dann sind wir endlich fertig. Dich kann ich ja nicht ausrüsten. Und das da werden wir dann alles